Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Wir hatten in der letzten Folge hier unseren Kreislauf hier gemacht. So, und jetzt sorgen wir noch dafür, dass das auch mal auf die andere Seite gepackt wird und dementsprechend hier auch ein bisschen abgearbeitet werden kann. Das sollte sich gleich wieder relativieren, auch glaube ich mit dem Strom. Es sei denn, wir haben tatsächlich generell zu wenig Strom. Nee, es scheint aber zu gehen. Ja, okay. Sehr schön. Sehr schön. Hier haben wir keine Kohle mehr. Ja, Kohle ist im Moment so ein Ding. Und was denn jetzt? Leute, was wollte ich denn jetzt machen? Eigentlich würde ich gerne als nächstes eine Produktion wenn es mir mal einfallen würde, für Solarenergie eigentlich herstellen. Und was ich noch gerne machen würde, ich würde gerne eine Produktion herstellen, die uns auch Roboter herstellt, ohne dass wir die immer manuell von irgendwo klauen müssen, weil, wir haben da immer oft zu wenig. Wir brauchen des Weiteren noch Eisen. Kriegen wir. Und, genau, Fließbänder haben wir jetzt ja schon. Praktisch eine Produktion nur für uns. Wo die nur für uns hergestellt werden. Allerdings, ja gut, okay. Können wir erstmal so lassen. Ist okay. Das heißt, fortgeschrittene Materialverarbeitung läuft. Wir brauchen für Solarenergie, brauchen wir Kupfer, Stahl und Schaltkreise. Was brauchen wir denn hierfür? Dafür bräuchten wir Stromnetz 1. Dann machen wir mal Stromnetz 1. So, ich würde dann nämlich vorschlagen, wenn wir jetzt hier nämlich die ersten davon bauen können, bräuchten wir noch Ziegelsteine. Ach, was sonst? Wenn das alles mal so einfach wäre. Haben wir doch irgendwo hier? Oh, ich will Roboter haben. So. Nehmen wir uns mal eins, zwei. Das soll erstmal eine Weile reichen. Und ja, machen wir eins, zwei, drei, vier. Wie sieht es denn hier so aus eigentlich mit der Stromproduktion? Nicht so prickelnd, hä? Ehrlich nicht. Und wenn wir jetzt hier natürlich hier die elektronischen Öfen anhauen, dann wird es natürlich richtig spaßig. Aber wir machen das jetzt mal. Zumindest bauen wir schon mal zwei auf, würde ich sagen. Sollte ja auch erst reichen. So fürs Erste. Machen wir erstmal ruhig zwei nur. So. Habe ich da irgendwie ein zu viel Platz gelassen? Naja, auch nicht schlimm. Lieber zu viel Platz als zu wenig. Dann machen wir das halt so. Und dann kommt das alles auf der Seite an. Und dann bräuchte ich mal davon noch ein paar. Damit wir da auch Strom hinlegen können. Dann haben wir nämlich Stahl auf unserer Hauptlinie und können davon dann anfangen, mal die Solarzellen zu bauen. Und nach Möglichkeit wollen wir ja vollkommen auf Solarenergie laufen, nur als Backup lasse ich meistens ein so ein System sicherheitshalber stehen. So, wie sieht es denn jetzt hier so aus? Wir müssen das hier mal so ein bisschen durchbauen, damit wir das hier mal so sehen. Das wäre hier dann Stahl und jetzt haben wir wieder keinerlei Schienen mehr. Kommt mal her. Da habe ich ja drin noch. Wir haben nicht da keine Kiste gebaut, aber das machen wir noch. So und so. So und so.
Du hast Dings einfach und du brauchst nicht. So, das heißt so und so. Und so. Und so. Und so. Ne? Sieht ganz okay aus. Wir haben aber im Moment leider einen Kupfermangel, um den ich mich auch erst kümmern muss, weil sonst liegt hier wieder alles flach. Wie ihr seht, wird hier gerade echt wenig verarbeitet, was ja wahrscheinlich daran liegt, dass zu wenig Kupfer auch erstmal ankommt und dass wir natürlich auch da echt bis jetzt noch relativ wenig an, ja, an Öfen natürlich zu stehen haben. Weil wir es bis jetzt ganz einfach noch nicht gebraucht haben. Aber durch diese Schaltkreise-Produktion, da geht es dann los. Also ab dem Moment brauchst du dann noch einfach wirklich Kupfer und das auch gerne viel. So, ich baue noch zwei. Eins, zwei. Ups. So und so. Wir haben wieder keine Fließbänder mehr. Ich will Roboter, dass die mir die bringen. Das wäre nach der Stahlproduktion das nächste, worauf wir hinausbauen. Die Roboter. Weil ohne die ist doof. Ohne die ist wirklich einfach doof. Und das erleichtert tatsächlich so einiges, weil man halt echt. Man muss dann halt immer nicht mehr von A nach B rennen. Hast du überhaupt Ressourcen? Naja, ein paar. Ja, mach die mal weg. Weil man halt echt nicht mehr von A nach B rennen muss, um. Ja, um sich einfach die ganzen Sachen irgendwie einzusammeln, die man so braucht. Wir, 1, 2, 3, 4. Ich würde sagen, wir verdoppeln erstmal die hier. Können denn aber eigentlich auch glatt schon mal liegen, oder? Für die zweite Hälfte davon. Badabum. 1, 2, 3, 4. Sollte man das schon ein wenig erhöht haben, jetzt haben wir nochmal 4. Und die setzen wir hier in 1. Also ich baue das jetzt übrigens so weiter. Mittlerweile baue ich denn in meinen privaten Spielen schon mit einem anderen Layout, aber ich lasse es jetzt erstmal so stehen. Weil ich jetzt keine Lust habe, euch das hier anzutun, dass ich hier alles wieder komplett umbaue. Und 4 davon. 2, 3, 4. Dann bräuchten wir hier ein wenig und hier ein wenig. Und Stromkabel. So. Und so. Jetzt sollten wir für ein wenig mehr Kupferproduktion gesorgt haben. Achso, du hattest gerade einfach nur keine Kohle. Okay, alles klar. Und wenn wir schon mal dabei sind, wir hatten ja aus der ganzen Sache hier einen geschlossenen Kreis gemacht aus der Kohle. Machen wir das hier auch noch schnell. Weil dann staut sich das hier auch nicht unnötig rum und kann verbraucht werden. So. Weil wir haben jetzt hier echt doch ein ganzes Ende, wo sich das dann immer so staut. So, Kupfer läuft weiter an. Das finde ich sehr, sehr schön. Und jetzt kann ich nochmal drüber nachdenken, was wir gerade machen wollten. Ach, Solarproduktion wollten wir anwerfen, richtig? Die Solarproduktion. Und Kupfer, Eisen und Dings hatten wir gesagt. Also die drei eigentlich. Aber wo brauche ich denn das jetzt hin? Hier würde ich ja eigentlich später ganz gerne Platz lassen. Für hier weitere Schaltkreise. Oh ja, nee, wir müssen da unten eine Kiste hinbauen, das geht nicht anders. Ich muss das jetzt machen, sonst haben wir echt irgendwie nie eine Chance, wirklich Fließbänder zu haben, echt. Weil hier drauf macht er jetzt ganz eindeutig zu wenig, also das reicht einfach nicht. So.
Und natürlich hier mit diesem Bus, ne, verbrät man echt natürlich eine ganze Menge. Es reicht einmal vorne und hinten nicht. Ich brauche mehr Fließbänder. Oh Gott. Ist das alle tragisch, sag ich euch. So. Und jetzt, ja? Sehr schön. Sehr schön. Und hier auf dem Spot würde ich eigentlich ganz gerne die Produktion für die hier für die doofen Dinger da machen. Eisen, Schaltkreise. Eisen, Schaltkreise und Zahnräder. Ich deute das nur mal an. Wie gesagt, wir brauchen dringend echt noch eine Produktion für Roboter für uns. So, also Schritt 1 wäre ja eigentlich das gleiche, so wie es hier drüben steht. Nur spiegelverkehrt. Und ich würde fast sagen, wir lassen da noch einen dazwischen frei und arbeiten da mit dem Splitter. So und so. Hätten wir hier Schaltkreise? Nein, nicht Schaltkreise. Dings, jetzt mache ich doch wieder was anderes, ne? Oh Mann. Das ist so schrecklich an diesem Spiel. Fängst du eins an, machst du dann doch was anderes. So. Wir bräuchten hier Knickarmroboter in schnell und du musst die auch noch rauslegen. So, du wirst auch zwei brauchen. Dann kriegst du Zahnräder Input. Und Schaltkreise-Input? Eisen-Input? Eisen-Input? Und? Was für ein Fummelei und Schaltkreise-Input. So. Für die hier brauchen wir die gelben und die brauchen wir dafür und die hier brauchen wir auch die gelben. Komm mal her. So. Damit sollte das hier eigentlich sogar schon laufen. So Punkt 1 zumindest. So. Oh Mann, ey, das sieht doch wieder blöd aus. So vielleicht. So und so. So, jetzt haben wir nur kein Output. Und ich würde die jetzt eigentlich total gerne in eine Kiste einlagern. Ach so. Clever gemacht. Oder nicht so clever gemacht. So. Und so wird dann natürlich ein Schuh raus. Gut, hier unten brauchen wir auf jeden Fall zwei schneller. So, jetzt haben wir hier die normalen und die müssen jetzt halt raus. Und mein Problem an dieser Sache ist, dass ich die hier ja auch noch brauche. Und wenn ich keine unterirdischen Bänder mehr legen kann, kriege ich da echt ein totales Problem. Weil normalerweise würde ich jetzt praktisch irgendeins dieser Bänder überlappen laufen, weil ich brauche alles nochmal hinten. Hier die Schaltkreise brauche ich hinten. Und für die hier. Für die roten. Das ist ja total bekloppt, ey. Darüber komme ich auch noch nicht drüber hinweg. Geil.
jetzt ist hier natürlich auch das Stromkabel. Ups. So. Output. Output. Rot-Input. Und die Input. Und dann brauchst du noch Zahnräder, richtig? Ich glaube ja. Braucht Rot auch Zahnräder? Ja. Ach so, ja. Ist ja richtig. Und du brauchst jetzt noch Eisen. Ich glaube, jetzt geht meine komplette Bautechnik alles nicht mehr. Das ist ja schrecklich. So. Das reicht. Jetzt setze ich dich hier hin. Und dich dorthin. Und du brauchst noch die Zahnräder. Ja, super. Jetzt funktioniert das. Aber wie kriege ich denn jetzt die Schaltkreise da hoch? Weil ich brauche jetzt ja für die blauen brauche ich doch auch die weißen, oder? Genau. Da brauche ich die, also die gelben und Eisen und Schaltkreise. Brauchen wir keine Zahnräder mehr. Das heißt, ich lege jetzt die mal spaßeshalber da nach oben. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Mich interessiert das jetzt mal. Weil wie gesagt, ohne dieses Doppeltverlegen, das... Also da kann man halt viele solche Ketten nicht mehr bauen. Ich kann natürlich alles einzeln bauen, aber das ist doch total bekloppt. Das will ich ja halt auch irgendwie immer nicht. Weil keiner will ja irgendwie alles sechsmal bauen. Dann brauchst du ja für wirklich für jeden Schritt, Zwischenschritt dann entsprechend auch eine Produktion. Das will doch keiner. So. Jetzt habe ich wieder absolut keinerlei. So, und du brauchst jetzt Tita? Und eigentlich Schaltkreise und ich weiß nicht, wie ich die jetzt da hinkriegen soll. Ohne meine Bautechnik hier. Ach, das. Ich finde das voll doof. Ich kann es echt nicht anders sagen, außer ich finde das voll doof. Im Zweifelsfall würde ich es jetzt nämlich irgendwie so legen, aber ihr seht, ich kann es nicht mehr. Also. Du legst dort raus. Also ich kann den dort hinlegen. Ich habe jetzt den. Und das sind die Schaltkreise und die brauche ich eigentlich erst dort oben wieder, richtig? So. Das wird so nicht funktionieren. Weil ich kann jetzt hier jetzt keinen mehr legen. Nee, also das, scheiße, ey, das ist doch total bescheuert. Ich bin frustriert. Jetzt mag ich das Spiel nicht mehr. Also dann habe ich eigentlich fast keine andere Chance. Außer, was ich halt jetzt noch machen kann, ich kann die... nee, so halt eben nicht. Sorry.
Ich kann die jetzt so hier langlegen. Oh Gott, ey, was für eine Futzelei. Ich finde es total bekloppt. Entschuldige mich, bitte, also. Scheiße, das geht ja auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach nee, das will doch gar keiner. Dann halt ganz anders. Denn halt ganz anders. Hoch. So. Jetzt sollte die Hälfte da hochgehen. Hier werden welche gebraucht. Hier werden welche gebraucht von da. So, wenn ich die zwei hier einfach umdrehe. So. Dann müssen, dann reicht es, wenn dieses Kabel bis hier hingeht, dieses Fließband, dann kann ich das einfach hier hochlegen. So, und rot. Hier eine Kiste lagern. Und zwar maximal so. Dann kann ich nämlich den ganzen so legen, von mir aus. Ah, das ist irgendwie bekloppt. Entschuldigt. Und dann ein so. Jetzt haben wir schon wieder eine komplette Folge. Eigentlich bin nichts verbracht und ich habe mich nur darüber aufgeregt, dass das jetzt nicht mehr so geht, wie ich das gerne haben möchte. Und ja, ich finde das immer noch bekloppt. So, die kommt da in eine Kiste. Und dorthin. Und hier in einer weiteren Maschine, die das produziert. Und du brauchst denn nur noch Schaltkreise. Dann sollst du auch nur noch Schaltkreise haben. Ein Splitter. Ja. Schon auch noch ein paar. Und dann. Ach, machen wir ruhig schneller. So. So, dann wird blau hier ausgelagert, grün hier ausgelagert. Ach so, nee, blau geht ja da in die Kiste. Entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt. So. Blau geht in die Mittelkiste da. Und hätte ich vielleicht mal ein bisschen anders legen sollen. Moment. So. So. Ach Gottchen, Leute. Ist das ein Hin und Her? Nein, den will ich gar nicht. Ich glaube, ich bin auch heute einfach jetzt nicht mehr in der Lage dazu, das Spiel anständig zu spielen. Das heißt, wir machen hier Begrenzung ein, hier ein 100 rein, hier ein 100 rein. Hier haben wir schon ein 100 und die normalen sammeln wir jetzt hier noch raus. In eine Kiste. Und davon auch ein 100. Das soll für mich auch erstmal so weit reichen. So. Tja, Leute, das soll es gewesen sein. Ja, tut mir leid für die etwas chaotische Folge. Ich muss mir das jetzt erstmal nochmal ein bisschen genauer angucken, wie ich dann jetzt demnächst bauen werde. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.